Willkommen zu unserem neuen Video aus der HHE Buchführung. Diesmal geht es um das Thema Erfolgskonten und Gewinn- und Verlustrechnung. Den Erfolg eines Unternehmens können wir am Konto Eigenkapital ablesen. Denn wenn das Eigenkapital am Geschäftsjahresanfang niedriger ist als am Geschäftsjahresende, dann haben wir erfolgreich gewirtschaftet, wir haben Gewinn gemacht. Jetzt können wir alle Vorgänge, die das Eigenkapital vermindern, auf der Soll-Seite des Kontos Eigenkapital buchen. Wir nennen diese Vorgänge auch Aufwendungen. Alle Vorgänge, die das Eigenkapital vergrößern, nennen wir Erträge. Jetzt können wir alle diese Vorgänge auf dem Konto Eigenkapital buchen. Da dies aber sehr umständlich ist, wird jetzt für jede Aufwandsart ein eigenes Aufwandskonto eingerichtet. Zum Beispiel Aufwendungen für Rohstoffe, Aufwendungen für Hilfsstoffe, Aufwendungen für Betriebsstoffe und so weiter. Das heißt, jede Aufwandsart bekommt ein eigenes Aufwandskonto. Die Aufwandskonten sehen so aus: Sollseite, Habenseite, und die Aufwendungen selber werden auf der Sollseite gebucht. Am Anfang des Geschäftsjahres sind diese Aufwandskonten allerdings alle leer. Ähnliches tun wir mit allen Erträgen. Es gibt unterschiedliche Ertragsarten, zum Beispiel Umsatzerlöse oder Zinserträge, Mieterträge und so weiter. Und für jede Ertragsart wird ein eigenes Ertragskonto eingerichtet. Die Erträge werden auf der Habenseite der jeweiligen Ertragskonten gebucht und auch die Ertragskonten sind am Anfang des Geschäftsjahres leer. Insgesamt gilt, dass alle Erfolgskonten Unterkonten des Eigenkapitalkontos sind und am Ende des Geschäftsjahres werden alle Ertrags- und Erfolgskonten auch auf das Eigenkapitalkonto wieder abgeschlossen. Wie das geht, sehen wir uns gleich an. Im Lauf des Geschäftsjahres wird also alles, was erfolgswirksam ist, auf Aufwands- und Ertragskonten gebucht. Am Ende des Geschäftsjahres schließen wir alle Aufwandskonten ab, indem wir den Saldo auf der Habenseite der jeweiligen Aufwandskonten bilden und wir schließen alle Ertragskonten ab, indem wir den Saldo auf der Sollseite des jeweiligen Ertragskontos bilden. Diese Salden müssen wir jetzt zusammenführen, um sie miteinander verrechnen zu können. Und das tun wir auf dem sogenannten Gewinn- und Verlustkonto. Wir buchen jetzt alle Schlussbestände der Aufwandskonten mithilfe des Buchungssatzes Gewinn- und Verlustkonto an Aufwandskonto auf die Sollseite des Gewinn- und Verlustkontos. Alle Schlussbestände der Ertragskonten werden mithilfe des Buchungssatzes Ertragskonto an Gewinn- und Verlustkonto auf die Habenseite des Gewinn- und Verlustkontos gebucht. Und nun verrechnen wir die Erträge mit den Aufwendungen. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, auf welcher Seite haben wir denn die höhere Summe. Und so wie es hier aussieht, ist die Summe der Erträge größer als die Summe der Aufwendungen. Das heißt, wir bilden jetzt den Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen auf der Sollseite des Gewinn- und Verlustkontos und diesen Saldo, den nennen wir Gewinn. Dieser Gewinn erhöht unser Eigenkapital. Wir buchen den Gewinn mithilfe des Buchungssatzes Gewinn- und Verlustkonto an Eigenkapital auf die Habenseite des Eigenkapitalkontos. Das heißt, dieser Gewinn erhöht unser Eigenkapital. Hätten wir jetzt auf dem Gewinn- und Verlustkonto eine höhere Summe bei den Aufwendungen gehabt als bei den Erträgen, dann hätten wir den Saldo des Gewinn- und Verlustkontos auf der Habenseite gebildet. Wir hätten also einen Verlust gehabt und diesen Verlust hätten wir mit Hilfe des Buchungssatzes Eigenkapital an Gewinn- und Verlustkonto auf die Sollseite des Eigenkapitalkontos gebucht. Damit hätten wir eine Verringerung unseres Eigenkapitals gehabt. Hier allerdings haben wir einen Gewinn.
Ja, das war es eigentlich schon. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche wie immer viel Spaß beim Buchen.